Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der besten Actionstars, die auch im echten Leben knallhart sind. In dieser Liste suchen wir nach Schauspielern und Schauspielerinnen, die den Badass-Lifestyle in oder außerhalb ihrer Arbeit verkörpern. Egal, ob sie für ihre Härte, ihr Können oder ihre Erfahrung bekannt sind, sie beweisen, dass ihr Titel als Actionstar nicht nur Show ist. Haben wir einen eurer Lieblings-Actionstars verpasst? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Charlize Theron. Mit ihrem Ruf als engagierte Darstellerin ist es kein Wunder, dass Charlize Theron das Zeug dazu hat, ihre Actionrollen zu verkaufen. Für Atomic Blonde hat Theron die meisten ihrer Stunts selbst gemacht und mit Weltklasse-Stuntleuten Schläge und Tritte ausgetauscht. In der berühmten Kampfszene im Treppenhaus behauptete sich die Hauptdarstellerin in einer der besten Action-Szenen der letzten 10 Jahre. Als Furiosa in Mad Max Fury Road lieferte sie eine ebenso engagierte Leistung ab, während sie sich gleichzeitig mit ihrem Co-Star Tom Hardy auseinandersetzte. Als chameleonartige Darstellerin überzeugt Theron in jeder Rolle, ganz gleich um welches Thema es geht. Von der Oscar-Preisträgerin bis zur Actionheldin, die Schauspielerin zeichnet sich durch eine konzentrierte, entschlossene und knallharte Arbeitsmoral aus. Nummer 9. Arnold Schwarzenegger. Jeder kennt Arnold Schwarzenegger als Filmstar, aber schon Jahre vor seiner Filmkarriere war der Schauspieler als renommierter Bodybuilder bekannt. Während seine körperliche Statur unbestritten war, war das Ausmaß seines Trainings und seiner Körpermasse der Stoff, aus dem Fitnesslegenden sind. Sicher, der Mann war schon in den 80ern muskulös, aber während seiner Zeit als Mr. Olympia und Mr. Universum war er fast doppelt so groß. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Conan der Barbar-Star mehr als fähig war, seine Rollen als harter Kerl zu spielen. Als ob das noch nicht genug wäre, beschloss Schwarzenegger, die Gouverneurswahl in Kalifornien zu gewinnen. Natürlich konnte der Terminator viel mehr als nur ein paar gut getimte Sprüche klopfen. Come with me if you want to live. Nummer 8. Dolph Lundgren. Ohne Muskeln kann man nicht He-Man sein, aber Dolph Lundgren hat immer wieder bewiesen, dass er viel mehr als nur ein körperliches Exemplar ist. Mit seinem Masterabschluss in Chemieingenieurswesen ist der Schauspieler so etwas wie ein Genie. Mit einem angeblich hohen IQ hatte Lundgren die Möglichkeit, als Fulbright-Stipendiat das MIT zu besuchen, bevor er Schauspieler wurde. Neben seiner umfangreichen Ausbildung hat der Künstler auch einen schwarzen Gürtel in Karate. Somehow by instinct I searched out a sport that put emphasis on the physical side of me and I found Martial Arts and Karate. In Anbetracht all seiner Errungenschaften hat der Künstler sowohl als Akademiker als auch als Ivan Drago Erfolg gehabt. I must break you. Das zeigt, dass dieses Expendable-Mitglied neben seiner beeindruckenden Statur auch einen knallharten Intellekt hatte. Nummer 7. Danny Trejo. Bevor er Filme wie Desperado drehte, verbrachte Danny Trejo einen Großteil seines jungen Lebens hinter Gittern. Schon in jungen Jahren hatte der Schauspieler mit Drogen zu tun und verbrachte sogar einige Zeit in Einzelhaft. Nachdem er sein Leben umgekrempelt hatte, wurde er Drogenberater, bevor er sich als Schauspieler versuchte. Es dauerte nicht lange, bis der Star seine Erfahrung in die Tat umsetzte und in den 80er und 90er Jahren viel denkwürdige harte Kerle spielte. Mit Machete übernahm der Schauspieler die Hauptrolle in seinem eigenen Film und bewies damit, dass er schon immer Star-Power hatte. Aunque pasa lo que pasa. This is the boss. Neben seinen Actionrollen war der Darsteller auch im echten Leben ein Held, als er half, ein Kind aus einem umgestürzten Auto zu retten. Everything good that has happened to me has happened as a direct result of helping someone else. Everything. And that's the way I live. Bis heute zeigt Trejo seine knallharte Persönlichkeit, gepaart mit der Bescheidenheit, die ihm die Überwindung seiner Vergangenheit gegeben hat. Nummer 6. Chuck Norris. Aber Spaß beiseite. Chuck Norris war ein Kriegsveteran und ein hochtrainierter Kämpfer. You did all this? I fly solo. I thought you knew that. Yeah, I heard it, but I didn't buy it.
Now you do. Während seiner Zeit bei der Air Force begeisterte sich Norris für den Kampfsport. Mehrere Schwarzgurte und Karate-Meisterschaften später wandte sich der Veteran der Schauspielerei zu. Er schloss eine Freundschaft mit Bruce Lee und baute seine eigene Legende als Film- und Fernsehstar auf. In einer seiner ersten Filmrollen kämpfte er gegen Lee in Way of the Dragon. Vor seinen frühen Martial-Arts-Rollen bis hin zu Kriegsfilmen wie Delta Force machte sich der Schauspieler einen Namen, indem er seine wahren Fähigkeiten in seine Rolle einbrachte. In all diesen Filmen behauptete sich Norris und erwarb sich einen Ruf als einer der großen Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche. Nummer 5. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson stammt aus einer Wrestling-Familie und war von Geburt an zu sportlicher Größe bestimmt. Als Footballspieler an der University of Miami gehörte der Sportler als Defensive Tackle zum National Championship Team. Nach dem College begann er seinen Aufstieg zur WWE-Größe in der Rolle des The Rock. Als ob dieser Teil seines Lebenslaufs nicht schon genug wäre, wurde Johnson in einer Reihe von Blockbustern zum großen Actionstar. Von The Scorpion King bis Jumanji entwickelte der ehemalige Wrestler einen regenden Trainings- und Ernährungsplan, den nur wenige Durchschnittsmenschen einhalten können. What the? Oh, God. Mit seinen viralen Workouts und zufälligen Taten der Freundlichkeit erinnert der Schauspieler jeden daran, was es braucht, um ein harter Kerl zu sein. Sowohl auf körperlicher als auch auf emotionaler Ebene. Nummer 4. Michelle Yeoh. Als ehemalige Ballettschülerin und Gewinnerin eines Schönheitswettbewerbs machte Michelle Yeoh durch eine zufällige Rolle in einem Werbespot von Jackie Chan eine ikonische Karriere. Ihre choreografische Begabung und ihre stilistischen Fähigkeiten kamen ihr zugute, als sie Chan in Action- und Kampfsportfilmen folgte. Da sie viele ihrer Stunts selbst ausführte, war Yeoh kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um mutige und gefährliche Manöver ging. In Police Story 3 Supercop stellte ein besonders schwieriger Motorradstunt und ein Zugkampf die Schauspielerin auf die Probe. Natürlich ist die Darstellerin in allen Bereichen hervorragend, von James-Bond-Filmen bis hin zu Liebeskomödien. Das Multitalent erlitt bei seinem Engagement sogar schwere Verletzungen und gehört damit zur Elite der knallharten Actionstars. Nummer 3. Audie Murphy. Nur wenige Actionstars können ihre Macho-Rollen mit militärischen Referenzen untermauern und noch weniger haben Erfahrung im Kampf. Audie Murphy ist für seinen Einsatz im Zweiten Weltkrieg, für den er mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet wurde, fast allen überlegen. Als er als Held nach Hause zurückkehrte, fand der Veteran seinen Weg in Filme. Am berühmtesten ist der Film To Hell and Back, der seine Zeit in der Armee beschreibt. Es war selten, dass ein Held wie Murphy sich selbst spielen konnte, was dem autobiografischen Film eine noch nie dagewesene Authentizität verlieh. Auch wenn es mit seiner Filmkarriere nicht klappte, führte ihn sein anfänglicher Erfolg zu einer Reihe von Western- und Kriegsfilmen. Unabhängig von Höhen und Tiefen seiner Karriere war er auch im wahren Leben ein knallharter Typ. Nummer 2. Jackie Chan. Ausgebildet an der China Drama Academy wurde der Actionstar Jackie Chan schon in jungen Jahren zu einer Bedrohung. Der Schauspieler studierte alles von Musik bis Kampfsport und war ein echtes Talent, bevor er überhaupt einen Fuß auf ein Filmset setzte. Es gab nur wenige Schauspieler, die so viel riskiert haben wie Chan, der sich im Namen des Kinos viele Knochen gebrochen hat. Die Liste der Verletzungen, die er sich zugezogen hat, findet sich im Abspann jedes seiner Filme. Da er bei mehreren seiner Filme gleichzeitig Regie geführt hat, musste er am Set doppelte Arbeit leisten, als er sich auf verrückte Stunts vorbereitete. Auch im Alter beweist der Künstler, dass er ein knallharter Typ und ein Tausendsesser im Leben und Film ist. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen.
Nummer 1. Bruce Lee. Es gibt einen Grund, warum die meisten Kampfsportler Bruce Lee als den wahren Meister ansehen. Obwohl er durch Filme wie Enter the Dragon bekannt wurde, war der Schauspieler auch selbst ein Meister in Sachen Technik und Disziplin. Schon in jungen Jahren lernte Lee bei dem großartigen Kampfmeister E.P. Mann und unterrichtete später seinen eigenen Kampfstil namens Jeet Kune Do. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass allein sein Körperbau jeden abschrecken würde, sogar Kareem Abdul-Jabbar. Vom Boxen bis zum Tanzen. Die Legende trainierte neben der Schauspielerei eine Vielzahl von Kunstformen. Außerdem war er dafür bekannt, dass er seine Kampffähigkeiten in mehreren echten Kämpfen einsetzte. Auf und abseits der Leinwand überragt Bruce Lees Vermächtnis die Konkurrenz als ultimativer Kino-Badass. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.